So, ich darf jetzt auch endlich mal was reden, und zwar mit meinem Gast. Er heißt Stefan Aigner, er kommt aus Regensburg, und was der Mann so alles macht, das gucken wir uns jetzt kurz an. Regensburg. Berühmt für den Dom und die historische Altstadt. Eine Idylle. Nicht ganz. Seit 2008 rebelliert einer. Stefan Aigner wurde am 5. November 1973 in Regen geboren. Nun ist er Chef der Online-Zeitung regensburgdigital.de. Manchmal können er die ganzen pittoresken Gassen vollkotzen, weil über viele Dinge nicht geredet wird. Stefan Aigner verachtet Kuscheljournalismus. Lieber eine Geschichte, wo's scheppert, als lauter Scheißgeschichten. Da kommt es schon mal vor, dass er einigen Leuten gehörig auf die Füße tritt. Ein Stadtrat bringt es auf den Punkt. Der hat einen Riecher für Dreck am Stecken. So, hallo. Hallo. Brauchst natürlich ein Mikro, weil sonst hört man ja nur mich. Nicht, dass das jetzt schlimm wäre, aber ich will dich natürlich auch hören. Ich habe dir was zu trinken gemacht. Ich hoffe, man kann es trinken, ohne zu sterben. Ja, probieren wir mal. Es ist kein Alkohol drin. Ja. Prost und so. Prost. Ja, geht schon. Das ist mein erstes Mal. Ich muss da noch irgendwie üben. Ich brauche noch ganz viele Vorkoster und so. Trinkst du so ab und zu mal was? Ja, logisch. Warum nicht? Schon. Man denkt immer so, Aufdeckungsjournalisten, die sitzen immer an der Bar mit ihrem Glas rum und der Kippe. Und ja, mit der Kippe schon lange nicht mehr. Ne? Echt? Hast du aufgehört zu rauchen? Ich habe nicht aufgehört zu rauchen, aber an welcher Bar könnte ich eine Kippe rauchen? In einer nicht bayerischen Bar. Ja, da komme ich selten hin. Also ich bin ja die meiste Zeit in Regensburg. Manchmal nervt es halt. Ja, du hast nämlich einen Online-Blog, heißt so, Regensburg Digital, und schreibst da ständig richtig kritische Sachen. Also ich habe mir das mal reingelesen. Kannst du auch nett sein? Ich bin total nett. Ich finde gar nicht, dass da immer so viele kritische Sachen draufstehen, aber um es mal kurz zu machen, die Leute, die da kritisiert werden, ich finde das ziemlich nett. Ich bin da noch nett. Ein Rüstungskonzern, Vertuschung von Kindesmissbrauch, Leuten, die die Arbeitskräfte ausbeuten. Ich denke, da, das ist ziemlich nett, wenn denen jemand auf die Zehen tritt. Sollten vielleicht andere auch machen. Du bist quasi auf der guten Seite der Macht. Im Moment schon noch, ne? Schön. Ja, du hast nämlich, das darf ich kurz erwähnen, du hast ja schon drei Verfahren hinter dir. Unter anderem mit der Diözese Regensburg und einem Möbelhaus, dessen Namen ich bestimmt nicht sagen darf, aber das drei gleiche Buchstaben im Namen hat. War ja gerade eingeblendet. Echt? Super. Kriegt man da nicht manchmal Angst, so, dass irgendwann mal ein Verfahren schief laufen könnte oder so? Weil du hast ja bis jetzt zweimal gewonnen und einen Vergleich hattest du, oder? Zweimal gewonnen, einen Vergleich und eine Partei, die Freiheit, die jetzt gerade in München irgendwie Unterschriften sammelt gegen Muslime, die haben es dreimal probiert und haben jetzt mal einen Schwanz eingezogen. Und dieses Mal stehen es tatsächlich im Verfassungsschutzbericht, auch wenn man den nicht ernst nehmen darf, aber immerhin. Ja, Wahnsinn. Warst du immer so einer von denen, die gerne die Meinung gesagt haben, oder warst du immer gerade raus? Oder also, schreibst du das jetzt alles, was du nie gesagt hast? Nö, ich glaube, ich habe schon immer gesagt, aber ich bin, glaube ich, privat nicht so, wie ich beruflich bin. Ich glaube, da haben die Leute einen völlig falschen Eindruck. Ja, man hört ja nur Sachen, wo du als wirklich gefährlicher Journalist dargestellt wirst. Du bist ja auf Pressekonferenzen teilweise gar nicht mehr eingeladen. Ja, gar nicht eingeladen werde ich von der Diözese Regensburg. Könnte jetzt besser werden, weil der Bischof, ja, der vormalige, der Herr Müller, ist ja mittlerweile zum Großinquisitor befördert worden und ist jetzt dafür zuständig, Missbrauch in der katholischen Kirche richtig gut aufzudecken. Da haben sie genau den richtigen genommen. Da seid ihr so Best Friends, oder? Ja, das ist ja Unverschämtheit. Also diese Kirche ist ja nicht so glaubwürdig. Also wer das ernsthaft verfolgt, was da gelaufen ist und was da läuft, sorry. Also es mag Diözesen geben, wo die Bischöfe ein bisschen am Verstand haben, aber dieser Bischof, der jetzt Gott sei Dank, aber ehrlich, weg ist aus Regensburg,
Das ist ja eine einzige Katastrophe, ein total verbildeter Paranoiker. Also ja, das darf man, glaube ich, straffrei so sagen. Reden ja weiter, die schauen das bestimmt eh nicht an. Das ist ein Studentensender. Ja, es steht ja online. Ne? Macht ja nichts. Da sind sie ganz giftig. Wir machen dann so Piepser drüber im Nachhinein. Aber du bist noch in der Kirche, oder? Du bist katholisch. Aber nur, weil ich es austreten bisher versäumt habe. Eigentlich habe ich mit der Kirche seit 15 nichts mehr am Hut, aber ich bin echt, also weil jeder Cent, den man da reinsteckt, ist wirklich Unterstützung von, naja, das sage ich jetzt lieber echt nicht. Aber ja, ich kenne das, also bin auch nur so. Ja, also diese ganzen Karteileichen, von denen leben sie ja. Also ich will niemandem seinen Glauben wegnehmen, jeder kann meinetwegen glauben, was er will, aber bitteschön, gibt es denen kein Pfenniggeld, weil der für nichts Gutes ausgeben wird. Gut zu wissen, mal von einem Profi gehört. Ja, als Blogger verdienst du ja jetzt nicht so viel, weil, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir durften den guten Mann vom Bahnhof heute abholen, weil du kein Auto hast. Weil ich so Öko bin. Öko? Und Zug fahre. Fernseher hast du auch? Nö, ich habe kein Auto. Nicht? Ja, Fernseher habe ich aus Überzeugung nicht. Wozu? Brauche ich nicht. Ja, habe ich alles auch. Alles übers Internet. Ich habe auch keinen Fernseher aus Überzeugung. Der wird in meine kleine Wohnung gar nicht reinpassen. Also von dem her, schaut auch scheiße aus. Aber du hast ein Fahrrad. Noch, ja. Noch? Ach, dass so. Du das auch noch weiterhin hast und jetzt darfst du deinen Cocktail mal kurz wegnehmen. Hole ich jetzt aus meinem unscheinbaren Zaubertisch, der keine Bierkiste ist, dein Gastgeschenk raus, und zwar ein Fahrradschloss, damit du, dein Fahrrad dir noch weiter erhalten bleibt, und eine Hupe. Der ist geil, der ist super. Damit die Pressesprecher von Regensburg wissen, wann du kommst. Auf dich vorbereitet. Muss auch schon wieder aufhören, mit dir zu reden. Hätte gern länger mit dir geredet. Ja, schade, ich wollte echt nur kurz. Können wir vielleicht später noch